Guten Abend, Shalom Aleichem. Wir stehen jetzt kurz vor Lag BaOmer. Lag BaOmer wird sein am kommenden Donnerstag. Und interessant, es gibt keinen Zufall, dass die Geschichte über Lag BaOmer, Lag heißt 33. Die Geschichte über Lag BaOmer im Talmud, Bavli, in dem babylonischen Talmud, steht in welcher Seite? 33. Zufall? Absicht? Nein, gibt es keinen Zufall. Im Judentum glauben wir, dass Hashem macht alles, soll so sein. Wir werden heute lernen einen Teil von Talmud über Rabbi Shimon bar Yochai und Gott soll uns helfen, dass wir das verstehen. Wir beginnen mit weshalb. Weshalb überall, hier habe ich ein Zeichen. Weshalb heißt es? Überall Haupt der Redner. Also, es gibt einen Rabbi, der heißt hier Rabbi Yehuda. Und überall, weißt du, in jeder Gesellschaft, in jeder Freundschaft gibt es einen am Tisch, der spricht. Der Redner, der Ehrenvolle. Der Rabbi Yehuda war einer, der hat man ihm genannt, Rosh HaMedabrim Bekol Makom. Der Haupt, der redet überall. Positiv gemeint, nicht einer, der sich stupt zu reden. Es gibt Leute, die stupen sich zu reden und du wartest, sollen sie aufhören. Und es gibt Leute, die du willst, sollen sie was sagen. Also wenn du hast mein eine Simche zu Hause und kommt zu dir ein choshever Gast, ein wichtiger Mensch, du willst soll ein paar Wörter sagen bei deiner Hochzeit, bei deiner Simche. Warum heißt Rabbi Yehuda Rosh HaMedabrim Bekol Makom? Komm, lernen wir jetzt eine Geschichte. Eins saßen Rav Yehuda, Rav Yose und Rav Shimon beisammen und der Proselytenabkömmling Yehuda war unter ihnen. Okay, Moment. Einmal sitzen drei Leute und unterhalten. Wie heißen die Leute? Rabbi Yehuda Bar Ilai, der genannten der Hauptsprecher, Rabbi Yossi und Rabbi Shimon Bar Yochai. Ist wichtig zu erwähnen, dass die drei sind eine von den fünf großen Tora-Gelehrten, die am Leben geblieben nach der Epidemie von der Schule von Rabbi Akiva, wo 24.000 Schüler sind ums Leben gekommen. Nur fünf haben die Diploma bekommen, Rabbi Tana, Rabbi Shimon, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi und Rabbi Yitzchok und Rabbi Elazar ben Shamua. Und hier sitzen drei, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon und Rabbi Yehuda. Nebenan gibt es so eine Proselyte. Was ist Proselyte? Das sind die Übergetretenen. Einer, der hat sich zum Judentum konvertiert. Einer, der hat zum Judentum konvertiert, hier wird genannt so ein bisschen negativ. Der gehört noch zu der anderen Seite, zu der weltlichen, zu der Regierung, zu petzen, zu erzählen, zu verraten. Normalerweise die jüdische Methode in alle Zeiten, soll Gott helfen, auch weiter, dass wenn es war etwas zwischen jüdischen Umgebung, die jeden haben versucht, die Sache, wie man sagt, in die Mischproche zu lösen. Und nicht gleich draußen die unreine Wäsche im Publikum zu zeigen. Hier sitzen drei Rabbis und unterhalten über die römische Regierung. Ist die römische Regierung gut oder nicht gut? Eine sehr politische, gefährliche Stellung, wo normalerweise überall, wo Juden leben, haben sie eine Einstellung über die Regierung. Ist die englische Regierung gut zu Juden? Nicht gut zu jedem, immer bei jedem Präsident interessiert jeden, ist er gut zu uns, ist er nicht gut zu uns, wie ist dieses Land zu jedem. Auch da vor mehr als 1700 Jahre, genau 1786 Jahre, sitzen die Juden in der Synagoge und reden über die römische Regierung. Beiseite gibt es so eine Ger, Yehuda ben Gerim, der nennt sich sogar Yehuda, damit soll sein Name soll sein, so wie Yehudim, von Stamm Yehuda, aber der ist Ben Gerim, er ist der Proselyt, also er lässt auch seine Herkunft zu betonen. Als ob Heine nennt sich heute Moishe Yankel von Löwenisch. Weißt du, was ich meine? Er lässt sich die adligen Titel, aber der hat sich gemacht, einen Namen, Chaim Moishe, Yankel Selig, Baruch Dov Meir, so. Genau so hier. Okay, was ist passiert jetzt? Komm. Da begannen Rabbi Yehuda
und sprach. Also, wer beginnt zu sprechen? Rabbi Yehuda. Warum beginnt Rabbi Yehuda zu sprechen? No? Was haben wir gesagt? Was ist ein Titel? Der Hauptredner. Der Hauptredner. Also der Hauptredner beginnt zu reden. Man gibt ihm dem Kavod zu beginnen. Was sagt er? Lest bitte weiter. Wie schön. Wie schön sind doch die Werke dieser Nation. Sie haben Straßen angelegt, Brücken gebaut und Bäder errichtet. Okay, was haben sie gemacht? Sag es, fasse um in Allzenheiten. Was sagt er? Straßen, Brücken und Bäder gebaut. Und wie schön. Und wie schön. Und wie schön. Wer ist schön? Die Werke dieser Nation. Also er ist stolz von der Römer. Er schwärmt von Lob. Schön und nützlich. Okay. Also er sagt, sie haben gemacht schöne Geschäften, schöne Brücke, schöne Bäder. Was sind die drei Sachen in Metapher? Was macht die Ökonomie gut zu leben? Was braucht man für Ökonomie? Infrastruktur. Infrastruktur, sehr gut. Und Genuss und Wellness und alles. Und die alle drei Sachen haben sie gebaut. Sehr gut. Wir genießen von ihrer Modernisation. Wir genießen von ihrem technologischen Leben. Geht uns gut. Weiter. Darauf nahm... Moment. Rabbi Yossi schwieg. Rabbi Yossi schwieg. Was ist Schweigen? Ist Schweigen milchig oder fleischig? Das kann man nicht sagen. Es kommt drauf an, er ist zumindest mal, man könnte es als stilles Einverständnis. Wie nennt man das wenn wir haben fleischig, milchig und parve? Wo wird ihr Schweigen titeln? Parve. Warum parve? Weder noch. Von wo kommt das Wort parve, weißt du? Nein, aber von wo kommt, dann kann man sagen neutral. Parve kommt von dem hebräischen Wort parva. Parva heißt in Ivrit Pilze. Pilz ist Patriot, ist Mushrooms. Pelz. Was ist Pelz? Der Tier hat drei Teile. Der hat Pelz, der hat Fleisch und er hat Milch. In sich hat er Milch, in sein Fleisch ist fleischig, aber draußen hat er Pelz. Wenn ein Mensch sagt nicht, was er denkt, was macht er? Er deckt sich in einen Pelz und er lässt nicht wissen, was denkt er. Leute, die schweigen, ist nicht gut. Normaler Mensch hat eine Meinung, insbesondere wenn sitzen drei Leute. Sag deine Meinung. Was schweigst du? Was ist Schweigen? Schweigen glaubt jeder, du bist an seiner Seite. Es gibt solche Menschen, sie schweigen. Schweigen ist nicht gesund. Schweigen ist automatisch legitimieren die Meinung. Wenn es gibt in die Gesetze von Lashon Hara über ihm, es ist mir lieber zu schweigen. Was versteht man unter diesem Satz, wenn du sagst, auf ihm lieber zu schweigen? Schon negativ. Schon negativ. Also Schweigen, in diesem Sinn, wenn Leute reden und äußern, ist nicht gut. Also Rabbi Yossi schweigt. Jetzt kommt, darauf. Darauf nahm Rav Shimon Bar Yochai das Wort und sprach. Alles, was sie errichtet haben, geschah nur in ihrem eigenen Interesse. Sie haben Straßen angelegt, um da Huren zu setzen. Bäder errichtet zu ihrem Behagen. Brücken gebaut, um Zoll zu erheben. Okay. Wir haben jetzt drei Leute, die sitzen und reden über die Regierung. Über die Regierung zu reden ist gefährlich. Stell mal vor, jemand in Russland spricht über die Kommunismus, gefährlich. Kritisch. Ja. Kritisch, ja, da darf man nichts äußern. Also auch in Arbeitsplatz darf man nicht, wenn einer ist in seiner Arbeit und spricht gegen seinen Arbeitgeber, soll er wissen, er verschwindet raus. Das ist eine von den Gesetzregeln, dass man nichts sagt. Und hier handelt es sich von drei großen Rachamim, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi und Rabbi Shimon Bar Yochai. Jeder sagt was. Rabbi Yehuda sagt, sie haben drei gute Sachen gebaut. Welche drei gute Sachen haben sie gebaut? Geschäften, Bäder und Brücken. Drauf kommt die negative Reaktion von Rabbi Shimon Bar Yochai. Was sind die negative Reaktionen? Geschäfte haben sie gemacht für was? Für Huren. Brücke haben sie gebaut für Zoll. Und Bäder haben sie gemacht?
für ihre eigene Genuss. Die genießen von die Bäde. Sie wollen uns überhaupt nicht in ihre Bäde. In ihre Bäde, in ihre Kultur gehört nur die römische Nation. Die sitzen nur die passen in diese Bäde. In anderen Mishnayot gibt es auch verschiedene Namen von diese Bäde. Und da siehst du, dass wenn einer hat gegangen, ist er gegangen spät, heimlich, Freitagnachmittag. Also es war nicht ein jüdischer Genuss, wo jeden haben so Rituale, zu gehen in die Bäder und die genießen. Jeden sind gegangen, Freitag in Mikve, vor Schabbos und Shabbat Shalom. Also jeden haben nicht genossen von dieser Sache. Okay, gehen wir weiter. Lesen mal weiter. Jetzt kommt Action. Der Proselytenabkömmling Yehuda erzählte ihr Gespräch weiter und es wurde der Regierung bekannt. Interessant, was hat er gemacht? Hat er gepetzt oder nicht? Indirekt. Oh, aber indirekt ist direkt petzen. Es gibt eine Regel. Diese Regel heißt, jeden Gespräch, was du hörst, ist verboten zu erzählen. Nur wenn einer hat dir gesagt, das kannst du weiter erzählen. Aber alle haben gehört. Aber alle sind meine vertraute Leute. Wenn ich habe euch jetzt was erzählt und ich habe ihr erzählt weiter etwas von meinem privates Leben, habt ihr etwas begangen. Sitzen drei Leute. Gibt es nicht diese Regel, wenn das drei wissen, dann ist es nicht mehr Rashi? Nein, Chasve Shalom. Auch wenn es steht in Zeitung, dass ich erzähle, ist Rashi. Schon, ich habe nicht verstanden. Was hast du zuerst gesagt? Ich habe gesagt, jede Sache, was man erzählt, ist Geheimnis. Yeah. Wenn einer sagt noch dazu, aber bitte bleibt das zwischen uns, das ist schon Katastrophe. Okay. Was heißt so jemand zu erzählen? Wenn du mir erzählst etwas, Shalom. Die Welt ist so mit Schuge geworden, dass zwei Leute haben etwas auf dem Herzen, sagt der andere, ja, aber klar, es bleibt zwischen uns. Wer braucht diesen Satz? Wenn du gibst mir Vertrauen oder ich gebe dir Vertrauen, ich gehe davon aus, dass es bleibt bei dir. Und wenn ich habe keine Vertrauen, auch wenn ich dich sage, Shabbat Shalom, gehst du raus und gleich erzählst du weiter. Also, hier handelt es sich von einem Mensch, der war beiseite und er wollte auch erzählen, dass er sich integriert in die jüdische Clique. Er hat gehört ein Gespräch von Rabbi Judah, von Rabbi Yossi, von Rabbi Shimon bar Yochai. Stell mal vor, du hörst, die drei größten jüdischen Denkers zusammensitzen. Und du sagst, ich war bei denen. Und da erzählt es weiter. Und es kommt weiter und es kam zu der Regierung bekannt. Weiter, lass mal, du, dritt, Kasha. Diese beschloss dann, Jehuda, der gelobt hat, soll erhoben werden. Moment. Juda, der gelobt hat, soll erhoben werden. Jehuda, was ist erhoben werden? Hier war das erste Mal, wo es war, ein internationaler Oberrabbiner. Das ist ein Titel, der fehlt noch heute. Gibt's nicht. Gefördert. Nein, Oberrabbiner von allen Juden in der ganzen Welt. Schade, ist ein Titel, der fehlt heute. Fehlt nach meiner Meinung so ein Autorität. Wie der Papst bei den Christen. Ich weiß nicht, wie was, ich will nicht vergleichen. Aber wie der Oberarzt, wie der Putin in Russland. Wie es geht. Ich will mit nichts vergleichen, ist egal. Okay, ich will mit nichts vergleichen. Man braucht ein Haupt, so wie es gibt ein Oberrabbiner von Israel, Chief Rabbi of England, Chief Rabbi of Frankreich. So braucht man Chief Rabbi von der ganzen Welt. Also Rabbi Judah soll werden erhoben. Jose, weiter. Jose, der geschwiegen hat, soll nach Sephoris verbannt werden. Also Zippori ist eine Spitzberg in Israel, in Galil, wo dort wohnen, seht ihr manchmal in Schweiz, solche Berge, wo es gibt nur ein Haus oben. Sagst du, Mensch, wie kann man dort leben? Die leben dort oder nicht? Das ist ein Exil. Das ist, im Judentum darf man nicht wohnen in ein Haus, wie in 50 Meter entfernt, ist kein Haus. Ist verboten. Wow. Halacha. Weil so, wenn du in Mitternacht fällst, glitscht in die Badewanne und du streichst Hilfe. Über den Meeresspiegel 50 Meter. Über Abstand entfernt von 50 Meter.
zum lebendigen Menschen. Also, okay. Egal wer, Mensch, das was passiert. Du darfst dass nicht du allein in der Wildnis leben. Genau. Aid darf nicht leben in eine Umgebung, wo es gibt nicht in 50 Meter entfernt Menschen. Es gibt manchmal solche Nachbarn, ist es besser, wenn du 100 Kilometer von denen lebst. Stimmt, aber nicht, wenn was passiert. Es stimmt, dass man ganz weit, aber soll man in der Nähe werden? Rabbi Yossi muss jetzt seine Familie verlassen, seine Gemeinde verlassen, kriegt eine Strafe, lebt alleine in so eine, so wie, Kloster. Ja, ich wollte nicht sagen. Kannst du halt nicht vergleichen. Nicht vergleichen. In so eine, siehst du, wie viele Bilder haben wir von der Welt? Ja. In so eine, Etablissement. Eigenes Haus, ganz oben. Weiter. Ja. Aber Jesus, der Jude, der gelobt hat, hat er gelobt? Ja. Er sagt, sie haben gebaut schöne Bäder, schöne Brücke. Rabbi Yehuda Barelai, Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, nicht der... Die Römer sagen nicht Rabbi Yehuda. Sie sagen, Jehuda soll aber Rabbiner sein. Jose. Nicht diese Gerhe Jehuda. Nein. Jehuda, der gelobt, von die drei. Ah, okay. Ich dachte, nein, nein, nicht Jehuda Ben Gerim. Jehuda, der Erste. Jehuda, der Hauptredner in überall. Rabbi Jehuda. Jetzt weiß ich. Ja. Okay. Jose, der geschwiegen hat, was soll mit ihm passieren? Soll er werden in Zippori, oben auf dem Berg, alleine leben. Sie wissen, alleine leben ist sehr schmerzhaft. Sehr schmerzhaft. Ein Mensch, der hat nicht Nachbarn, er hat auch nicht auf... Weißt du, dass manchmal Ärgern auf jemand schenkt Leben? Ärgern auf jemand schenkt Leben manchmal. Wenn es ist alles ruhig, kann der Mensch sterben. Manchmal Hashem bestellt dir, initiiert dir schwere Nachbarn, schwere Freunde, schwere Situationen, damit sollst du am Leben wachsen. Es gibt Menschen, die wollen alles vermeiden. Wenn ein Mensch vermeidet alles, stirbt er. Man kann nicht alles lösen. Kommt immer irgendeine unerwartete Sache. Also das ist mit Rabbi Yossi. Weiter. Und Shimon, der geschmäht hat, soll hingerichtet werden. Was heißt das? Todesstrafe. Argenen. Okay, weiter, les. Da ging Moment, lass ihn weiter, bitte. Ich? Ja, bitte. Dann ging er hin und verbarg sich mit seinem Sohn im Lehrhause. Okay, weiter. Dann brachte ihn seine Frau täglich Brot und einen Krug Wasser und sie speisten. Als aber die Verfolgung... Moment, lass uns noch verstehen, was passiert. Also, was haben wir verstanden bis jetzt? Was haben Sie verstanden bis jetzt? Was ist passiert? Als er hat gehört, was man will machen, was hat er gemacht? Mit seinem Sohn hat er sich versteckt. Wo? Im Lehrhaus. Bet HaMidrasch, ja. Yeshiva. Yeshiva. Was macht er in die Yeshiva? Sitzt und lernt. Und was ist euch komisch? Wieso versteckt er sich im Lehrhaus? Wenn man sucht einen Rabbi zu Hause, wenn er ist nicht zu Hause, wo soll er sein? Im Lehrhaus. In der Synagoge. Also, wo bin ich? Oder zu Hause? Super versteckt. Also, wo versteckt er sich? In Lehrhaus? Und seine Frau, was macht sie? Was bringt sie ihm? Essen. Wasser und Speisen. Warum Wasser? Warum ist es betont hier Wasser? Auch zum Waschen wahrscheinlich. Sehr gut, zum Händewaschen und zum Waschen. Alles. Weiter. Als aber die Verfolgung verschärft wurde, sprach er zu seinem Sohn. Frauen sind leichtsinnig. Okay, da will ich jetzt, Moment, stoppen. Jetzt haben Sie gehört von überall, dass die Engschaft bei der Suche ist aktiv geworden. Sagt er seinem Sohn, wir müssen von diesem Lehrhaus weg. Aus welchem Begründen? Was ist die Begründen? Die Frauen sind leichtsinnig. Was ist Frauen sind leichtsinnig? Reden viel. Können durch Reden, Lashonara oder Reden? Hier steht ja Leute, wenn man sie quält, können sie... Wenn jeder sagt, was ist leichtsinnig, wenn man... So. Sag. Wenn man sie quält, könnte sie uns verraten. Okay, also einer von den Gründen im Judentum, warum es soll man nicht nehmen, eine Frau zu Krieg, gibt es zwei Gründe. Eins, soll Cholile, soll man nicht ihre Körper betreffen. Das ist die erste Sache. Können die anderen Soldaten von der anderen Seite nehmen eine jüdische Frau
Und das, was Soldaten machen im Krieg, sie werden sie verunreinigen. Das ist die erste Sache, warum waren nicht Soldaten in jüdischen Armeen, die ganze Geschichte. Aber jetzt schon. Jetzt schon in andere, nicht am Kampf zu gehen neben die Menschen. In andere Sachen machen sie genauso gut. Im Gegenteil, ich habe gehört, dass Frauen, was Konzentration angebracht in viele, ich habe gesehen einen Bericht, nicht lang zurück von Israel, das gibt sogar eine Frau, die eine von den Spezialisten technologischen Reparatur von den besten Kampfflugzeugen. Weil sie ist konzentriert, man kann sie nicht ablenken, also top. Also Frauen haben andere Geschenke von Gott, aber hier geht es, dass man sie peinigt oder schlägt oder Blut sehen, sie können auch fallen und man kann sie quälen, sollen sie sagen. Deshalb sagt Rabbi Shimon zu seinem Sohn, Frauen sind leichtsinnig, aber die Übersetzung gefällt mir nicht hier. Leichtsinnig klingt so oberflächlich, ja. Bisschen billig, Chas v'Shalom, ja. Über Frauen. Es ist besser zu sagen, Datan Kala, also ihre scharfen Geheimnis ist nicht so extrem. Wird man sie schlagen, wird man sie was brechen? Sie werden sagen, wo ist ihr Mann? Okay, weiter. Hierauf gingen sie und versteckten sich in eine Höhle. Da geschah ihnen ein Wunder und es wurde für sie ein Johannesbrotbaum und eine Quelle erschaffen. Sie zogen die Kleider aus, setzten sich bis zu Hals in den Sand und studierten den ganzen Tag. Zur Zeit des Gebetes kleideten sie sich an, bedeckten sich und verrichteten das Gebet. Nachher aber zogen sie die Kleider wieder aus, damit sie nicht verschleißen. Okay, machen wir Stopp hier. Was tut sich hier? Rabbi Shimon und sein Sohn Elazar verlassen die Synagoge, die Lehrhaus. Und wo verstecken sie? In Pki'in, nicht weit von Lud. In eine Hölle. Ist die Hölle diese Welt oder nicht diese Welt? Diese. Jein. Einerseits ist es außerhalb von Menschen, versteckt irgendwo in einem Bunker. Und einerseits ist es in dieser Welt. Aber in physischer Sinn. Was ist Lehrhaus? Ist Lehrhaus diese Welt oder nicht diese Welt? Hm. In die geistige Welt nicht. In die physische Welt schon. Sie ist ein normales Gebäude. Aber wenn man kommt rein zum Lehrhaus und man lernt und man steigt, ist man in einer anderen Welt, so wie ein Gotteshaus. Rabbi Shimon geht weg von dem Bet Midrash, dort wo die geistige Welt ist, wertvoll dieser Welt, und er geht zu der materialistischen, irdischen Versteckung in dieser Welt. Er geht zu einem Bunker. Und in diesem Bunker gibt es viel Sand und er hat nicht was zu essen. Es ist nichts da. Hashem hat ihm gemacht eine Wunder und es ist gekommen ein Baum von Charuvim, Johannesbrot, und ein Qual von Wasser zu trinken, hat er was zu trinken und er hat auch was zu essen. Was braucht er noch? Kleider. Ein Mensch, Sie wissen, auch wenn ein Mensch arbeitet gar nicht, seine Kleider werden nach 90 Tagen zerfetzen. Also wenn ein Mensch trägt eine Jacke oder ein Hemd und er arbeitet nicht, er sitzt nur auf dem Platz. Es wird die Kleider von alleine etwas passieren. Man nennt das irgendeine Engel, der zuständig, dass die Kleider sollen sich verältert. Rabbi Shimon bar Yochai und sein Sohn haben Kleider nur fürs Davnen. Und beim Davnen ziehen sie die Kleider und wenn sie Tora lernen, nehmen sie die Kleider runter, bedecken sie bis den Hals mit Sand. Warum? Weil man soll man nicht sehen, dem warum bis zum Hals? Soll man nicht sehen, offene Körper. Okay. Offene Körper, offen. Und da sind die bedeckt bis Ende. Okay? Weiter? Lies mal weiter, bitte. Ich habe nicht verstanden. Das ist nur mit Was einem, hast du nicht verstanden? Mit einem Sohn oder mit? Mit einem Sohn, mit seinem Sohn. Sohn irgendwie plural, ne? Aber zu Söhne, seinem Sohn. Zu seinem Sohn. Zu seinem Sohn. Nachdem sie 12 Jahre in dieser Höhle gesessen hatten, kam Eliyahu, stellte sich an den Eingang der Höhle und sprach: Wer verkündet dem Sohne Jochais, dass der Kaiser gestorben und sein Befehl aufgehoben ist? Okay, was passiert hier? Wer kommt zum Eingang von dieser Höhle? Eliyahu. Eliyahu Navi, sehr gut, Eliyahu der Prophet.
Eliyahu spricht hier indirekt. Er sagt nicht, Rabbi Shimon, geh raus. Er sagt überhaupt nicht seinen Namen. Er sagt, wer soll sagen, der Sohn von Jochai, dass die Zeit ist frei, dass der Kaiser ist tot und seine Befehl, was? Ich verstehe nicht, wieso stellt er das als Frage? Wer verkündet dem Sohn Jochai? Ja, er macht das so ein Altsauge. Schade, wer soll ihm ankündigen, diesen Aussage, dass er versteckt sich umsonst? Warum muss das so indirekt sein? Das ist eine gute Frage. Wir werden das bald. Ich wollte das nur anmerken. Er war gut gelaunt einfach und wollte ein bisschen Witze machen. Also, er wollte. Vielleicht wollte, dass er selbst rauskommt, dass er nicht abschreckt. So, wenn du willst, kannst du rauskommen, nach dem Motto. Er sagt, ja, wer hat denn hier sein Bonbon vergessen? Ja, und dann kommt das Kind raus. Ja? Man könnte sagen, der redet aber nicht mit dem Kind. Ja, das aber wenn ein Mensch ist aber mit Angst, wie ist er? Verschreckt, ja. Wie ein Kind. Ja. Ich gebe dir nur ein Beispiel. Als man wollte ankündigen bei Jakob nach 17 Jahren, dass sein Sohn Josef lebt. Mhm. Wie hat man ihm das angekündigt? Wie hat man das erzählt? Wenn man kommt zum Jakob und man sagt, Jakob, dein Kind lebt, er wird sich halschen und umbringen. Mhm. Herzinfarkt bekommen. Halschen ist in Jiddisch. In Umar. Von Chalosches. Hast du nicht gehört? Chalosches? Nee, Chalosches ist in Jiddisch. Schwächeanfall. Genau. Man erzählt, dass ein Enkelkind, Serach Bat Asher, hat genommen eine Geige und hat komponiert Ashir ein Lied. Wer soll sagen, Jakob, dass sein Josef ist in Mitzrayim und er hat zwei Kinder, Menashe und Ephraim. Sie hat sich so reimt gemacht und sie hat gesungen. Und sein Unbewusst hat gehört, was sie singt. Und sie sagt, hey Mädel, was singst du? Und sie hat auch gesagt, wer soll sagen Jakob, dass ein Josef lebt in Mitzrayim? Und er hat zwei Kinder, Menashe und Ephraim. Und so konnte er... Das war der erste Reimen, ja? Erster Rap, ja. Gut, weiter. Darauf kamen sie heraus und sahen Leute pflügen und sehen. Da sprach er, sie lassen das ewige Leben und befassen sich mit dem zeitlichen Leben. Jeder Ort, auf den sie ihre Augen richteten, ging sofort in Flammen auf. Da ertönte seine Heilstimme und sprach zu ihnen, seid ihr herausgekommen, um meine Welt zu zerstören, kehret in eure Höhle zurück. Darauf okay, ich möchte hier, da will ich heute mein Haupt... Aufmerksamkeit betonen, aber lass uns vielleicht bis zum Ende. Nein, ich werde hier was erklären und dann lesen wir bis zum Ende. Was passiert hier? Die beiden gehen raus. Sehen eine Welt. Welches Bild sehen sie beim ersten? Sie sehen einen Mensch, steht hinter von einem Ochs und er hält so diese Pflüge und er arbeitet Stunden. Was hat dieser Bauer vor sein Auge den ganzen Tag? Den Ochsen. Die Kuh. Ochsen wäre gut. Den Tuches von Ochsen. Genau. Also er sieht den ganzen Tag die niedrigsten Stufe, was in dieser Welt sein kann. Und dann denken die beiden, Mensch, ein Mensch soll leben 70, 80 Jahre, mutschen sich in dieser Welt, und den ganzen Tag umzustehen hinter ein Intro von einem Ochs. Heute kann ich das nennen Computer. Also heute ist der Computer der Tuches von dem Ochs. Aber die Idee, die beiden kommen raus und sagen, Hashem, was tut sich in dieser Welt? Menschen arbeiten von morgen bis Abend. Wozu? Und steht geschrieben, überall, wo sie haben geguckt, haben sie mit ihren Augen verbrannt. Was heißt das mit dem Augen verbrannt? Mit Augen verbrannt bedeutet innerlich kritisiert und verbittert. Ich weiß, bei jedem Mensch passiert das, wenn er wird qualitativ, beginnt er Sachen zu verbrennen. Manchmal mit dem Mund, manchmal mit den Augen. Hat das jetzt damit zu tun, dass die 12 Jahre nur Torah gelernt haben? Genau, einfach keine, natürlich, keine irdische Sachen. Keine irdische Sachen. Sie sagen, ich habe was zu essen. Ich habe was zu trinken. Was arbeitet er? Was will er? Er will essen. Für Essen gibt es genug. Wir arbeiten für Essen oder wir arbeiten für Arbeit. Wenn ein Mensch arbeitet für Arbeit,
ist er wie ein Ochs. Wenn ein Mensch arbeitet für Essen, das können Sie verstehen. Die beiden gehen raus und sehen, dass Menschen arbeiten nicht für Arbeit. Es gab so eine das ist fürs Essen, ja. Nein, wenn ein Mensch arbeitet für Essen, ist okay. Tiere, in dem Moment, wo sie haben was zu essen, Shabbat Shalom. Brauchen sie nichts mehr. Die gehen nicht mehr arbeiten. Ein Mensch, das, was motiviert, am Morgen zu arbeiten, ist nicht sein Körper zum Essen. Das ist seine Kavod. Das ist seine Anerkennung. Das ist seine Ambitie. Das ist sein Ideal. Das ist seine Gesellschaft. Frau, Lomeschane. Irgendeine Druck soll sein, dass er jetzt aber. Was passiert, wenn ein Mensch hat sein ganzes Leben schwer gearbeitet und alles, was er hat verdient, hinterlässt er seine Frau und seine Kinder? Weißt du, wie viele Witwen und Kinder haben alles bekommen, was der Tata hat sich gehorvet und gearbeitet und lebenlang wie ein Ochs gearbeitet und die kommen auf ein silbernes Tablett. Basel, der Meschugene konnte nicht vom Leben genießen. Amachai, gib her. Also die sind zufrieden. Und für was hat er gelebt sein ganzes Leben? Für der andere. Rabbi Shimon und sein Sohn verstehen nicht den Begriff für andere Leben. Es gibt's nicht. Ich lebe, wissen Sie, für wem? Für mich. An die erste Stelle. Was heißt für mich? Um mich zu entwickeln zum Maximum Potenzial, was mit mir passieren kann. Und ein Beweis. Steht geschrieben, ein Mensch hat nicht genug Geld für Tora lernen. Für sein Kind oder für sich. Er hat zum Beispiel Summe, kleine Summe. Für sich natürlich. Für sich. Steht geschrieben, soll er diese Bildung leisten für sich. Steht aber geschrieben, wenn er weiß, er ist so ein Dummer und sein Kind, Kinai Nore, hat große Talent, soll er sagen, okay, bei mir ist schon verfallen, mein Kind hat der größten Chochme, er soll das genießen, er soll lernen. Okay. Was passiert heute mit vielen Leuten, die arbeiten? Sie wollen, fragt der Mensch, warum arbeitest du so viel? Frau, Kinder, Parnasse, heute Leben ist sehr schwer, die müssen alles haben. Rabbi Shimon und sein Sohn kaufen nicht diese Loksch. Sie gucken auf die Welt mit kritischen Augen. Sie verbrennen diese Welt, sie mögen nicht diese Welt. Sie sagen, es kann nicht sein, dass Gott hat geschafft, eine Welt, um zu arbeiten hier in dieser Welt wie ein Ochs. Es musste geben noch Ziele. Es gab in Israel, habe ich gehört von einem Rav, ein Shiur, von Rav Reuven. Er sagt, in seinem Bauerdorf war so ein Lebensmittelverkäufer, der hat gearbeitet 12 bis 15 Stunden pro Tag. Zuerst, wenn eine arbeitet viel, Respekt. Es ist immer besser, einer, der arbeitet viel, als einer, der fault viel. Der ist doppelt so schlimm, der macht gar nichts. Nicht für sich, nicht für seine Frau, nicht für Kinder. Aber wir sind schon bei Stufe 2, Baruch Hashem. Wir sind schon beim Schwerarbeiten. Sagt er, dieser Lebensmittelmann, 10 Jahre hat er schwer gearbeitet und danach hat er ihn gesehen mit einem schönen Auto. Schöne Auto. Und er sieht ihn und er macht runter die Fenster. Sagt, hey, Kvoda Rav, guten Morgen. Sagt ihm der Rav, schöne Auto hast du. Bli ein Aram, Mazal Tov, Mabruk. Mazal Tov, sagt der Lebensmittelmann. Mitkadmim Bachaim. Mitkadmim Bachaim bedeutet, man macht Fortschritte im Leben. Man macht Fortschritte am Leben. Für ihn, was ist Fortschritte am Leben, wissen Sie? Ein neues Auto. Das konnten Rabbi Shimon und sein Sohn nicht akzeptieren, nicht kaufen. Und überall, wo sie sind gekommen und sie haben gesehen, Menschen, die schwer arbeiten, wie haben sie die Leute genannt? Meshugoyim. Wissen Sie, was Rambam sagt? Rambam sagt, ohne Meshugoyim, die Welt wird nicht entwickelt. Die Welt entwickeln lassen, das sind die Meshugoyim. Die Normale brauchen nicht die Entwicklung. Die sind zufrieden mit dem, was gibt. Was macht die Gesellschaft? Die Gesellschaft schickt dir Huren. Was machen die Huren? Die verführen dir zu kaufen Sachen, was du nicht brauchst. Ich gehe einen Tag im Zeil. 7:15 früh morgen stehen Leute in eine Schlange vor einem Geschäft von neuen iPhones. Ich habe gedacht, sie brauchen Minion. Was machen sie so früh morgen? Es ist irgendeine neue Zatzke gekommen und sie müssen die Erste sein. Und ihr lacht, auch leider in die Schule und auch in jüdische Schule.
Früher haben Kinder getragen Uniform in Schule. Heute was tragen sie? Marketform. Ist dieselbe Sache. Nur früher war das eine Pflicht von der Schule. Heute ist das eine Pflicht von der Gesellschaft. Und alle Kinder wollen auch diese Welt. Das hat gesagt Rav Shimon bar Yochai, diesen Einfluss ist dieser römische Einfluss. Dieser Luxus, diese Wellness, diese Bäde, diese Verwöhnen, die ganze Zeit zu haben. Und da, wenn man hat ein kleines Problem, ist man schon nicht bei sich. Dennoch ist es sicherlich nicht richtig, die ganze Zeit in der Höhle zu verbringen. Das ist zwar extrem, was die beiden gemacht haben. Sie haben ja praktisch nichts in diese Welt gemacht. Sie haben nur für sich. Sie haben nichts Gutes getan. Aber das, was will Gott? Gott will nicht, dass wir laufen hinter ein Ochs. Nein, das auch nicht. Aber es gibt ja dazwischen. Da hast du was Gutes erkannt. Nein, also. Und deshalb Gott ist unglücklich mit ihren kritischen Augen auf diese Welt. Du hast genau erkannt. Hashem sagt, hey Leute, ihr seid gekommen, mein Welt zu verderben. Ich will eine Entwicklung in dieser Welt. Ich will nicht, soll die Welt so sein von Leuten, die verstecken in die Höhle und nichts machen. Das ist nicht produktiv. Außerdem hat man keine Steigerung, keine freie Wahl. Man kann seine freie Wahl sozusagen nicht nutzen und dadurch kann man ja nicht wachsen, wenn man keine Herausforderung hat. Wenn man nur alleine mit sich bleibt, in einer Höhle, zurückgezogen, keine Konflikte, keine Probleme, nur sozusagen in der Torah-Welt. Und wenn man aber rausgeht, dann hat man die richtige Welt, da hat man immer Konfrontation, immer Situationen, wo man entscheiden muss zwischen gut und schlecht, die freie Wahl und je nachdem, wie man sich entscheidet, so steigt man hoch. Du sagst wahre Wörter. Ja, das ist ja, dafür hat er ja die physische Welt geschaffen, dass wir sowohl die geistige als auch die physische haben, um sie zu verbinden. Aber du kannst verstehen, dass die beide die Welt verbrennen. Ja. Natürlich, weil sie... Was sagt sie Hashem? Kehr zurück zu der Hölle. Ihr passt nicht zu dieser Welt. Komm zurück, wo dort in diesem Bauch, in diesem Embryo-Gefühl, dort ist euer Platz. Gibt es Ausnahmeleute, die brauchen diese Entfernung von der westlichen Welt. Sie brauchen so einen ostlichen Tempel, wo sie sich verstecken. Ihr passt zu diesen Menschen, geh zurück. Ihr seid nicht gekommen, meine Welt zu zerstören. Meine Welt braucht Entwicklung. Les weiter. Darauf kehrten sie zurück und saßen da ein Jahr von 12 Monaten. So dann sprachen sie, das Strafgericht der Frevler in der Hölle dauert ja nur 12 Monate. Also wir wissen, falls sie brauchen von Gott noch eine Höllestrafe, Hölle ist Maximum bis 12 Monate. Warum sagt man Kaddisch 11 Monate und nicht 12? Weil jeden Mensch, der gestorben von dieser Welt, wenn er kommt in den Himmel, seine Entscheidung, wo soll er gehen, kommt im 12 Monat. Wir sagen Kaddisch 11 Monate, um zu sagen, wir sind überzeugt, er kommt in Gan Eden. Jetzt, wo die beiden leben, ist für die beiden jetzt Gan Eden oder Hölle? Hölle. Nein. Ja. Draußen ist Hölle. Also. Drinnen ist Gan Eden. Warum steht nochmal ein Jahr von 12 Monaten? Gibt es noch ein anderes Jahr? Gibt es Jahr von 13 Monaten. Ach so, okay. Schaltjahr. Also sie kommen zu einem Jahr von 12 Monaten. Okay, weiter. Da ertönte eine Hallstimme und sprach, verlasset eure Höhle. Da kamen sie heraus. Überall, wo Rav Eliezer schlug, heilte Rav Shimon. Also was passiert? Die beiden kommen noch einmal raus. Wer verbrennt? Der Sohn. Eliezer, sein Sohn, kann auch die Welt noch nicht akzeptieren. Überall macht er kaputt in der Welt. Sein Papa muss alles heilen. Also beim ersten Ausgang steht geschrieben, überall, wo sie haben gegangen, haben sie mit ihren Augen... Wenn man sagt, mit ihren Augen verbrannt, heißt das nicht jetzt so zwei Matrix, zwei solche rote... War das innen drin? Genau. Ja. Das passiert sehr oft bei Menschen. Sollt ihr wissen, Menschen verbrennen sehr oft mit ihren... Gehasst haben die. Nein. Menschen verbrennen durch Bitterkeit Sachen, die sich innerlich kritisieren oder nicht dulden. Ein Mensch sieht etwas, der ihm nicht gefällt, dann macht er schon eine... Für den anderen, der passt ihm nicht. Dann muss man das heilen. Also die kommen beide jetzt raus.
Beim ersten Stimme, von wo kamen sie? Von Eliyahu. Wer hat sie gesagt, sollen sie reingehen? Bat Kol, Stimme Gottes. Jetzt kommt noch eine Stimme Gottes und sie sagt, die beiden sollen sie rausgehen. Und überall, wo Rabbi Eliezer verbrennt, sein Papa rettet weiter. Er sprach zu ihm, mein Sohn, die Welt hat an mir und an dir genug. Am Vorabend des Schabbats sahen sie einen Greis, zwei Myrtensträuße haltend, bei Dämmerung laufen. Da sprachen sie zu ihm, wozu brauchst du diese? Er erwiderte ihnen, zu Ehren des Schabbats. Du hast ja aber mit einem genug. Einer ist für Gedenke und einer ist für Beachte. Da sprach jener zu seinem Sohne, siehe, wie beliebt die Gebote bei Israel sind. Und sie waren beruhigt. Okay, das ist das Ende von der Geschichte. Was ist passiert? Die beiden bekommen eine Stimme Gottes. 12 Monate von Hölle ist vorbei. Geh raus. Die beiden gehen raus. Der Sohn ist noch nicht reif. Der verbrennt noch die Welt. Der ist noch in spirituellen Ekstase von dem Zohar, von der Kabbalah, von die ganze Sache, was sie haben dort mit Hashem von unten nach oben meditiert. Und steht geschrieben, dass zum Schluss haben sie überhaupt nicht gebetet. Weil wenn jemand lernt nur Torah, ist er frei vom Gebete. Warum? Weil was ist Torah? Torah ist Gott von oben nach unten im Leiter. Beten ist von unten nach oben zu steigen. Aber wenn einer hat schon die ganze Torah runter installiert, braucht er nicht mehr zu steigen von unten nach oben. Was ist Beten? Beten ist steigen auf dem Leiter von unten nach oben. Torah ist von oben nach unten. Okay? Jetzt. Es gibt drei Sachen, wo wir mit Gott kontaktieren. Hashem, sein Volk, seine Torah. Mit Hashem haben sie kontaktiert. Sein Volk ist jetzt die beide. Die Torah haben die beide schon gelernt. Jetzt kommt die andere Ebene. Und was ist passiert? Die können nicht umwandeln, diese göttliche Sache hier zu dieser irdischen Welt. Gut, die beiden gehen raus und der Kind ist enttäuscht. Sagt der Ingele, man braucht nicht in die ganze Welt, sondern alle Menschen sollen sein, solche große Tzadikim. Reicht du und ich. Reicht, dass wir beide solche große Gelehrte. Aber da sehen sie, ein älterer Mann, ein netter, ein frommer, läuft nach Hause am Freitag mit 2 bunten Blumen, gut duftige Myrte, mit 2 bunten Lachen. Sie sehen gut am Freitag, ich sage euch auch als Männer, gute Sache zum Bringen Freitag, die Freude, ein bisschen Blumen. Blumen lieben Frauen. Und auch die Schabbes liebt Blumen. Blumen ist Geld verschwunden für Luxus. Es gibt Menschen, die bevorzugen Blumentopf, weil da bleibt was. Aber Blumen ist etwas, was du gibst und es ist nur für diese Schabbat. Bleibt bis Sonntag, Montag. Bleibt nicht viel. Man gibt dir noch eine Tüte zu legen in die. Aber es ist schon eine Woche im Geschäft, die Blumen frieren. Also sein Leben sind nicht so lang. Gut. Wieso machen wir das nur für Schabbat? Jetzt kommt. Und der Mann geht mit 2 Bundelach von Zweigen nach Hause. Und sie sagen, hey, wohin rennst du? Sagt er, nach Hause, mit Adassim, für Schabbat. Sagen sie, warum 2? Sagt er, weil es steht geschrieben, gedenke dem Schabbat. Und einmal steht geschrieben, hüte dem Schabbat. Und waren die beiden beruhigt. Was geht hier vor? Hier kommt die Lösung von der ganzen Geschichte. Die Lösung ist die. Die Frage ist, 1. Jeden lieben Geld? Ja. Lieben sehr stark Geld? Ja. Warum lieben sie Geld sehr stark? Weil sie dieses Geld auch später geben für ihre Mitzvot. Das heißt, ihr Ziel ist nicht, das Geld zu haben und zu beherrschen. Guck euch überall, Museums, Institutionen, Krankenhäuser, jeden Spende ohne Ende. Bei jedem die Methode zu spenden, zu geben, zu unterstützen, zu finanzieren, zu sponsoren. Alle Krankenhäuser, alle Ambulanzen in Israel, überall sind von Spenden. Ich habe nicht gesehen, hier in Deutschland einen Rettungswagen, gespendet von Familie Meyer aus Kanada. In Israel gibt es 4.000, 5.000 Ambulanzen. Jeder ist von einer anderen Sprache von der Welt.
von Chicago, von Deutschland, von München, von Zürich, jeder spendet. Und sie wissen, so ein Ambulanz mit die ganzen... Ausrüstung. Wie heißt das? Ausrüstung. Ausrüstung und wenn es ist noch guten, Steuer ohne Ende. Und es wird alles gespendet. Warum? Weil da kommt das, was Rabbi Shimon hat zuerst nicht verstanden und zum Schluss Hashem wollte, soll er verstehen. Nur zu rennen hinter dem Ochs wie eine Bauer und nicht zu entwickeln und denken über für sich, da ist schon besser, sich zu entwickeln, so wie die Leute, die laufen, Welt von die ganze westliche Sache, so wie India, so wie diese ganzen, das ist besser. Und deshalb Rab Shimon und sein Sohn haben nicht verstanden, wieso kommt ein Mensch hier in diese Welt 70, 80 Jahre und anstatt sich geistig, spirituell mit Gott zu steigen, rennt er nach einem Ochs, für was? Um zu hinterlassen alles seine Kinder. Sagt Gott, nein, ihr habt nicht kapiert, zurück zu der Hölle. Zurück zu diesem Ort, bleibt dort noch 12 Monate. Nach 12 Monaten kommen sie raus und sie sehen, das Vermögen, Vermächtnis, ist ein Weg, Mitzwes, gute Taten zu kaufen. Jetzt die Frage ist, was willst du? Wenn du willst die irdische Sachen als Ziel, das ist ein Ochs. Wenn du willst die irdische Sachen als Mittel zum Ziel, das ist Shabbat. Und deshalb gibt es zwei. Es gibt Gedenke und Hüte. Gedenke bedeutet alle Gebote, alle aktive Sachen, die man machen soll. Hüte bedeutet stoppen und wissen auch, was ist mein Ziel von der ganzen Sache. Was, ja bitte? Also empfangen, um zu geben. Nicht nur. Auch zu wissen, wann ist mein Verbot und wann ist meine Gedenken. Wenn ein Mensch nur rennt wie ein Workaholic, 7 Tage, jeden Tag ist er hinter dem Ochs. Er ist genauso schlimm wie der Indier. Der macht das in Ost und der macht das in West. Beide sind genauso schlimm. Genauso wie es euch geärgert, dass Rabbi Shimon und sein Sohn verlieren die Welt und sie wollen nicht leben. Sie sind genauso schlimm, die Leute, die nur diese Welt vor Augen sehen. Die beide sind genau auf demselben Ebene. Hier kommt der Talmud und er will uns total was anderes sagen. Es gibt bei jedem Mensch eine Flamme. Und diese Flamme ist Flamme Gottes. Warum kosten alle Mitzvot Geld? Tfilin kostet Geld. Mezuzah kostet Geld. Brit Milah kostet Geld. Bar Mitzvah kostet Geld. Sheva Brachot, 7 Tage, kostet Geld. Wein pro Jahr braucht Tayid mindestens 100 Flaschen, weil man braucht jeden Shabbos 2-mal Kiddush, Havdalah. Er braucht für jeden Suda 2 Challes, ja bitte. Ja, man hat sehr viel von sich gegeben, um das Geld zu verdienen. Und indem man das, was man, wo man seine ganze Energie reingesteckt hat, gibt für anderes, gibt man, lernt man das auch zu lieben dann. Sehr gut. Das ist die genaue Definition von dem Geheimnis. Wenn ein Mensch hat bezahlt für etwas, liebt er das, schätzt er das. Und in dem Moment, wo er hat bezahlt für die Bildung von seinen Kindern, liebt er die Bildung, liebt er die Sache. Er ist überzeugt von das, was er hat gemacht. Wenn ein Mensch kauft Blumen, es gibt Schönheit, du hast gegangen, bezahlt Geld, für was? Für etwas, was bleibt nicht lang. Wem gibt die Blumen Kavod? Dem Haus, die Frau, aber der kauft zwei. Einmal Hüte und einmal Gedenke. Und deshalb müssen wir lernen zwei Sachen von dieser Geschichte. Eins, nicht reden und auch nicht schweigen. Wenn man redet, soll man wissen, neben wem redet man. Und achten, weil die Wände haben Ohren. Und soll man nicht denken, ich habe gesagt, es ist geblieben da, es kommt weiter. Sachen, was ist raus von deinem Mund, wenn du nicht aushalten kannst, warum glaubst du, die anderen können aushalten? Das ist der Anfang von der Geschichte. Darum leidet Rab Shimon so viel. Auch Rab Yossi leidet, weil er schweigt. Aber die Ende von der Geschichte ist arbeiten. Aber zu wissen, kommt Shabbos, stopp. Mach Probe, ob du bist durch dem Geld geherrscht oder du herrschst dein Geld. Wenn ein Mensch arbeitet, auch am Shabbos,
Er ist hinter dem Ochs. Der Ochs geht vorne, er rennt dem nach. Hinter dem Ochs, er kann nichts machen. Jetzt will ich aber etwas ganz edel sagen. Ganz edel und ganz offen. Es ist schwer, von heute auf morgen zu verzichten, total 100% auf Gewohnheiten, und man will Karriere und man will steigen. Es gibt eine Methode, die heißt komplett ein bisschen langsam. Gut, Patent. Das ist ein guter Patent. Komplett bedeutet nicht Schabbat halten, 24 Stunden, 50%. Komplett bedeutet, Freitagabend, du machst 2 Stunden, mach komplett. Handys ausschalten, Telefone nicht drangehen. Ja, wie alles ist geapparatit. Sowieso bei Nacht schläfst du, 8 Stunden, du bist wieder schon mehr Schabbat. Am Früh hast du noch ein paar Stunden, und deshalb wissen, wir müssen rennen nach Mitzvot, und dann haben wir viel Erfolg. Amen. Ich danke euch für das Zuhören. Vielen Dank.